Usenet und ab heute Abend dann ungefähr in unserem YouTube-Kanal zu finden sein. Und ansonsten, wenn Sie Fragen haben, dann einfach kurz in das Chat-Tool reinschreiben. Und wenn Sie die Folien gerne am Ende des Seminars als PDF gerne haben wollen, dann auch einfach, schreiben Sie es einfach in das Chat-Tool rein. Das ist, dann kann ich Ihnen die auch zuschicken, beziehungsweise schicken Sie uns auch gerne eine E-Mail an education@serview.de. Dann bekommen Sie die Folien auch zugesendet. Genau. Ich glaube, organisatorisch war es das soweit. Dann würde ich Markus einfach mal an dich übergeben. Und sobald ich hier irgendwelche Fragen sehe, würde ich dir einfach frech ins Wort fallen. Sehr gerne, Markus. Das passt für mich. Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Genau, das mit dem Markus falsch geschrieben, das lassen wir mal da hinten anstehen. Wer da richtig geschrieben wird, ist, glaube ich, auch nicht wirklich kriegsentscheidend, weil ausgesprochen wird es sowieso gleich. Ja, mein Name ist Markus Wagner und ich wollte Ihnen so ein bisschen was erzählen über das Thema DevOps am heutigen Tage. Sie sollten sich anschnallen, weil ein Vorteil von DevOps natürlich ist, dass wir IT-Organisationen schneller bewegen wollen und dort die Abläufe so strukturieren, dass wir in der Lage sind, auch ein höheres Tempo an den Tag zu legen, wenn es um Entwicklungen geht oder um Anpassungen von Services. Deswegen habe ich so ein bisschen diesen Titel gewählt. Genau, vielleicht ganz kurz zu meiner Person, jetzt weniger die Bulletliste, die Sie dort sehen, sondern mehr so mein Konterfei, dass man weiß, mit wem hat man es tatsächlich zu tun. Das ist ja gerade in den jetzigen Zeiten extrem schwierig. Wir versuchen das auch in unseren VLC-Trainings immer zu forcieren, dass wir als Trainer, natürlich darf es jeder selber entscheiden, aber als Trainer uns mal vielleicht den Teilnehmern präsentieren, damit sie wissen, wer da vor dem Bildschirm sitzt und damit das Ganze nicht allzu anonym ist. Deswegen einfach das kurze Bildchen von mir. Markus hat es eben schon angesprochen. Ein bisschen was zum Thema DevOps kenne ich auch. Gibt ja mehrere Möglichkeiten, eine DevOps-Ausbildung zu machen. Und ich habe sie, glaube ich, fast alle gemacht, sei es jetzt über eine DASA, also DevOps Agile Skill Association, oder über das DevOps Institute oder auch über People Cert. Ich habe jetzt mal die aktuellste draufgeschrieben. Das ist der DevOps Leader, der von der People Cert vermarktet, beziehungsweise dann auch mit einem Lehrplan versorgt wird. Ansonsten ursprünglich aus dem Service Management kommend, Richtung DevOps mich weiterentwickelt. Das soll es aber aus meiner Sicht auch gewesen sein zu meiner Person, weil es geht ja tatsächlich so ein bisschen um Inhalte. Genau, das Thema Serview sollte Ihnen ja auch geläufig sein, zumindest den meisten. Deswegen auch diese Folie ganz kurz nur, dass Sie einmal sehen, ne, wie lange haben wir Erfahrung im internationalen Geschäft, wie viele Schulungsteilnehmer haben wir, ne, wie viele Beratungstage, dann unser Service Certified Tool nicht zu vergessen, unsere Consulting-Kunden und die Kongresse, die wir abgehalten haben. Und genau, das ist so ein bisschen das, was die Serview ist. Genau, was aber ja eigentlich der Kern dieser Veranstaltung am heutigen Morgen, in Gladbach ist es übrigens schön, ich glaube in Bad Homburg ist es auch schön, haben wir zumindest eben kurz besprochen, Markus und Markus. Genau, was ist DevOps? Was verbirgt sich dahinter? Und vielleicht ist es immer ganz sinnvoll, darüber einzusteigen, mal die Frage zu stellen, warum braucht man tatsächlich andere Wege, andere Möglichkeiten der Zusammenarbeit? Und warum wäre DevOps da der richtige Ansatz? Es ist ja so, dass wenn man sich so das Thema Service Management mal anschaut, und DevOps gehört für mich zum Service Management mit dazu, dann mutete das Ganze, ne, zumindest über die letzten Jahre sehr, sehr statisch an. Wenn man ITIL mit aufführt, dann war das eher ein Modell, was sehr stark in die Richtung ging oder sehr stark in die Richtung interpretiert wurde, Wasserfall zu sein und alles andere als agil. Und weswegen dann DevOps eine Möglichkeit war, die IT-Organisation dergestalt zu verändern, dass eben mehr Agilität, mehr Transparenz, mehr Widerstandsfähigkeit geschaffen werden konnte über diese Ansätze in DevOps. Und das ist letztendlich das, was wir im Service Management tatsächlich brauchen. Ob wir jetzt das eine oder das andere brauchen oder tatsächlich eine Mischform. Ich glaube, das ist unbestritten mittlerweile. Ne? Auch Gartner geht ja, ursprünglich haben Sie mal gesagt, wir brauchen so eine zwei Geschwindigkeiten IT. Ob man das so, da sind Sie mittlerweile ja auch weg von.
weil sie einfach sagen, es hängt immer vom jeweiligen Bedarf ab. Die IT muss sowohl natürlich klassisch in der Lage sein, Services weiterzuentwickeln oder Services zu betreiben, wie auch natürlich, und das gerade in den Bereichen, wo Digitalisierung immer weiter voranschreitet, auch eine etwas andere Geschwindigkeit in den Tag legen. Aber so schwarz-weiß würde ich es jetzt an der Stelle gar nicht sehen wollen. Genau, also das Ganze hat schon so ein bisschen seine Berechtigung, auch wenn wir uns mal anschauen, was tatsächlich so in der Industrie so abgeht. Ich habe mal ein paar namhafte Vertreter hier aufgeführt, die tatsächlich schon in DevOps-Strukturen arbeiten. Ich glaube, weltbekannter mit DevOps ist tatsächlich, also nicht durch DevOps, sondern weltbekannt, weil Spotify tatsächlich die ersten waren, die das Ganze auch sehr stark vermarktet haben, durch auch den sehr offenen Umgang mit den Strukturen, die sie geschaffen haben. Das ist auch immer so meine Empfehlung, sich mal die Videos von Spotify anzuschauen, die man auf YouTube findet, ne, von dem Nieberg, Engineering Culture 1 und Engineering Culture 2, wo sie sehr schön auch beschreiben, was ist denn tatsächlich auch der Kern von DevOps. Andere Organisationen wie Netflix zum Beispiel, die mit den Chaos Monkeys oder Chaos Gorillas, also dort mit bestimmten Werkzeugen, die Chaos simulieren sollen, dann gezeigt haben, wie man mit solchen Methoden, mit solchen Ansätzen von DevOps es schaffen kann, erstens digitale Produkte zu entwickeln, weiterzuentwickeln und sie auch widerstandsfähiger zu machen, gegenüber irgendwelchen Ausfällen. Apple Pay wäre auch zu nennen, Amazon, weil das ist auch immer so die Frage in unseren Trainings. Ich erinnere mich an einige Trainings bei einem großen Mobilfunker, die immer die Frage stellt dann, naja, Spotify, die haben 2000 Mitarbeiter, ein bisschen mehr auf die 3000 steuern sich schon zu, aber die sind jetzt nicht vergleichbar mit unserer Organisation. Wenn man dann einmal Amazon nennt, dann ist man schnell dann auch geneigt zu sagen, DevOps funktioniert auch in großen Strukturen, wobei man da auch immer die Frage stellen muss, und das kommt dann gleich auch nochmal, wie skaliere ich das tatsächlich an einer großen Organisation? Gleiche Facebook, auch große Organisationen, Airbnb, Uber eher kleiner. Aber das ist tatsächlich für alle Organisationen mit was dabei. Was ich mir zusätzlich noch immer noch mal mit aufschreibe, beziehungsweise auch noch anmerken kann, ist, wenn man so ein bisschen auch vielleicht mal, wobei Spotify ist europäischer Markt, aber europäischer Markt wäre auch noch eine ING zum Beispiel, mit Sitz in den Niederlanden, oder Lego, auch die arbeiten mittlerweile in DevOps-Strukturen, um noch mal so ein paar Beispiele aus dem europäischen Umfeld uns anzuschauen. Genau, letztendlich ist so ein bisschen der Aufhänger hier, was passiert gerade in Ihrer Umgebung, wie weit sind die Organisationen tatsächlich im Rahmen von Agilität, von Geschwindigkeit, und letztendlich Scrum machen viele Organisationen, aber warum scheitern viele Scrum-Projekte? Weil letztendlich ja nur ein ganz bestimmter Teil einer Organisation dann agil wird und der Rest tatsächlich abgehangen wird. Ja, also das ist klassischerweise dann der Betrieb, der ja auch normalerweise keine Projekte machen sollte und in dem Zuge immer Schwierigkeiten hat dann mit dem Thema Agilität. Und das ist genau das, was man dann anschauen muss. Ne? Was passiert eigentlich gerade in Ihrer Umgebung? Welche Organisationen ändern sich gerade? Und was haben die für Erfolgskonzepte, damit tatsächlich die Gesamtorganisation erfolgreich wird und eben nicht nur ein Teilbereich und dann im Zweifel Änderungen über den Zaun schmeißt und diese Änderungen nicht in der Geschwindigkeit umgesetzt werden können, wie sie eigentlich umgesetzt werden müssten. Und das gilt vornehmlich natürlich für Organisationen, die im digitalen Markt unterwegs sind. Aber das Thema Digitalisierung ist natürlich etwas, was immer weiter voranschreitet. Das Internet der Dinge oder Internet of Things wird immer interessanter, und da kommt es natürlich darauf an, dass wir im Zweifel schneller mit Produkten am Markt sind als vielleicht Marktbegleiter. Das führt dann so ein bisschen zu der Frage, was sind denn aktuelle Herausforderungen im IT-Umfeld? Ich habe eben schon gesagt, ne, diese Megatrends, ne, Industrie 4.0, das Internet der Dinge habe ich auch genannt. Also, dass wir wirklich mit neuesten Technologien unterwegs sind und diese Technologien auch permanent anpassen und anfassen müssen, damit wir uns den ändern oder sich ändernden Marktbedingungen auch anpassen können. Genau, dann geht es natürlich auch darum, dass der Kunde auch sehr, sehr umtriebig ist, ne, für die von Ihnen vielleicht, die dann auch viel mit Kunden zu tun haben. Die wissen, dass der Kunde permanent an allen Ecken und Enden irgendwelche Anforderungen abgibt,
und wir dann in der Lage sein müssen, mit diesen Anforderungen umzugehen. Also wir brauchen tatsächlich eine Möglichkeit, mit diesen Anforderungen dann auch auf eine schnelle Art und Weise umgehen zu können. Was zusätzlich als Herausforderung auch noch da ist, ist so dieses ganze Thema der Virtualisierung und Cloud-Technologien, ja, das damit auch umzugehen. Wir sehen das aktuell, jeder, der Kinder hat, der kriegt das vielleicht aktuell mit, dass die Schulen dem ganzen Trend natürlich wahnsinnig hinterherhinken, ja, dass sie, also Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen, da schon extreme Probleme haben. Es gibt zwar eine Plattform für digitales Lernen, aber das, was da passiert ist, das erste Mal, als sie diese Plattform testen wollten im Rahmen der Corona-Krise, ist das Ding erstmal abgeschmiert, was auch so ein bisschen zeigt, da ist noch ein bisschen was zu tun und das ist tatsächlich auch eine große Herausforderung, ja, dass also dort immer ein Plan B da sein muss, auch für das Thema virtuelles Lernen. Ja, das ist bei uns genau das Gleiche gewesen, ne, mit unseren VLC-Trainings. Ne. Wir können froh sein, dass wir schon von Beginn an VLC-Trainings hatten und nur noch einige unserer Produkte umziehen mussten. Insofern ist das für mich auch wieder ein ganz, ganz schönes Beispiel. Das ist eine Herausforderung. Da ändert sich auch sehr, sehr viel. Man ist auch auf der Suche vielleicht auch nach neuen Werkzeugen, neuen Herangehensweisen der digitalen Lieferung von Schulungen als Beispiel. Aber wir werden gleich noch so ein bisschen was über eine neue Simulation hören, die wir ab jetzt im Angebot haben, die dann auch virtuell funktioniert. Passt auch ganz gut zum Thema DevOps, aber da komme ich dann später auch noch zu. Schnell ändernde Rahmenbedingungen am Markt, das ist natürlich auch etwas, ne, schönstes Beispiel jetzt im Augenblick Disney Plus. Ja, Disney Plus baut einen extremen Druck auf, ne, auf Netflix. Bin mal gespannt, wie sich da das digitale Produkt Netflix vielleicht auch verändern wird, wie sie diesen Vorsprung, den sie mal hatten, der jetzt natürlich immer kleiner wird zu gerade Disney Plus, wie sie das jetzt auf die Reihe kriegen. Und deswegen ist das eine ganz, ganz aktuelle Herausforderung im Augenblick. Dabei darf natürlich eins nicht verloren gehen. Ne? Wir sollen nicht nur schnell sein, sondern wir müssen auch gut liefern. Also es darf nicht dazu führen, dass eine schnelle Lieferung von Services dazu führt, dass die Services permanent abschmieren, abrauchen, nicht so funktionieren, wie wir uns das gedacht haben. Das heißt, man muss immer überlegen, wenn ich etwas an den Start bringe, dass es dann eben minimal viable ist, dass es minimal funktionsfähig ist und dann aber bitte auch stabil funktioniert. Ja, weiterer Aspekt ist diese Projektlast, die auf uns zukommt, dieses Getriebensein. Ja, ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Hamsterrad. Ja, und das, so leid es mir tut, ne, das Hamsterrad sieht nur aus wie eine Karriereleiter, es führt zu nichts. Und das ist sehr häufig dann eben der Situation geschuldet, dass Arbeit tatsächlich sehr stark reingedrückt wird in die Organisationen und man die Organisationen nicht entscheiden lässt, welche Projekte werden wir als erstes durchführen oder im Zweifel auch mit mehr Automatisierung, mit mehr Standardisierung arbeiten, um tatsächlich dieses Tagesgeschäft ein bisschen zu minimieren. Auch dazu komme ich gleich noch, wenn es um diese wertschöpfende und nicht wertschöpfende Arbeit geht. Ja, das sind alles Dinge, die zunehmen und wir uns deswegen Möglichkeiten überlegen müssen, wie wir mit diesen Dingen umgehen wollen. Visualisierung, Transparenz, auch hier sind Herausforderungen da, dass zu jeder Zeit klar sein muss, woran arbeitet man überhaupt, welchen Status haben denn aktuelle Projekte oder aktuelle Entwicklungen. Auch das ist etwas, was natürlich eine Herausforderung ist, dass wir Möglichkeiten schaffen müssen, eben mit dieser Transparenz auch umzugehen, dieser Anforderung an Transparenz, sodass wir immer schön aussagefähig sind, wo stehen wir denn aktuell gerade, wann können wir bestimmte Dinge liefern, um für den Kunden tatsächlich auch einen Mehrwert zu schaffen oder für die Kunden, wenn wir von externen Kunden, also von Endkunden sprechen. Und was aus meiner Sicht ebenfalls ganz, ganz wichtig ist, ist, dass viele Organisationen natürlich die IT mittlerweile auch als Kerngeschäft wahrnehmen. Ja, es kommt gleich auch noch auf der nächsten Folie, dass es heutzutage ganz, ganz schwierig ist, zumindest in einigen Bereichen, die IT wirklich vom Business zu trennen. Also alles das ganze Thema E-Commerce. Ja, wenn man hier das Beispiel, ne, eines Online-Verkäufers nimmt, wie zum Beispiel Adidas, dann ist das heutzutage ganz, ganz schwer voneinander trennbar. Und wenn man meint, dass oder denkt oder weiß, dass IT integraler Bestandteil ist, dann wächst natürlich auch der Druck auf die IT-Organisation oder die Bereiche, die sich mit Technologie tatsächlich auskennen oder die Technologie bereitstellen müssen.
So, und ne, das ist dann letztendlich ne, das, was dann zu dieser High-Performance-IT führen sollte, weil tatsächlich zumindest in vielen, vielen Bereichen die Trennung zwischen diesen beiden Organisationsbereichen nicht mehr wirklich möglich ist. Das führt dazu, dass Unternehmen sogar Organisationseinheiten schaffen, wo Business und IT tatsächlich zusammensitzen. Ich hatte so das Beispiel Adidas mal gebracht oder auch ein Kunde von uns, der am Bodensee sitzt, die mittlerweile wirklich versuchen, IT und Business als integralen Bestandteil in einer Organisation zusammen, einer Organisationseinheit zusammenzubringen, weil das natürlich notwendig ist, um näher aneinander dran zu sein, um auch diese Silos aufzubrechen, ja, die dann zwischen den leistungserbringenden Einheiten und den Anforderungen tatsächlich existieren. Genau, das führt natürlich dazu, dass schon Herausforderungen da sind an die Technologie, an die Ansätze, die in den Organisationen vorhanden sein müssen. Zum einen eine erhöhte Deployment-Frequenz wäre etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Das sind übrigens alles Kennzahlen, die auf einem sogenannten State of DevOps Report daherrühren. Das findet jedes Jahr statt. Jedes Jahr werden 25.000 IT-Professionals befragt, weltweit, die einfach mal erzählen sollen oder darlegen sollen, welche Vorteile bringt denn tatsächlich DevOps in eine Organisation oder was bringt eine High-Performance-IT? Und ein großer Vorteil, wenn ich DevOps einführe in der Organisation, ist tatsächlich, dass wir in der Lage sind, mit dieser Herausforderung, wir brauchen eine erhöhte Deployment-Frequenz, tatsächlich besser umgehen können. Das zeigen die Zahlen immer wieder. Diese State of DevOps Reports sind übrigens frei verfügbar im Internet. Wenn Sie danach suchen wollen, geben Sie bei Google einfach mal State of DevOps Report ein und da finden Sie das und da können Sie die Zahlen dann auch nachlesen. Genau. Weitere Kennzahl ist diese verkürzten Umsetzungszeiten. Ja, das ist so das, was man so als Lead Time beschreibt. Wie lange brauchen wir insgesamt, um Changes umzusetzen? Ja, das ist ja immer ganz, ganz wichtig, dass wir weitestgehend die Wartezeiten reduzieren müssen, weil die eigentliche Arbeitszeit an sich sowieso relativ überschaubar und relativ kurz ist. Aber Wartezeiten natürlich in vielen Organisationen vorhanden sind, weil wir bestimmte Dinge etabliert haben, die einfach Zeit kosten. Aber das schönste Beispiel, was ich immer ganz gerne in meinen Schulungen anführe, ist das Thema CAP-Meetings, die in vielen Organisationen, die ich kenne, sehr, sehr standardisiert, strukturiert an einem bestimmten Tag in der Woche stattfinden. Und das ist natürlich für eine Umsetzungszeit eines Changes immer relativ schwierig. Also dieses zu einem bestimmten Zeitpunkt führt dann dazu, dass man im Zweifel 7 Tage oder 6 Tage warten muss, bis ein Change überhaupt freigegeben werden kann. Und das ist natürlich gerade in agilen Situationen etwas, was dann schon der Gesamtlaufzeit nicht gerade förderlich ist. Was ein weiterer Vorteil ist oder eine Herausforderung, die über DevOps adressiert wird, ist die verkürzte Wiederherstellungszeit, also dass Organisationen schon in der Lage sind, schneller zu liefern, aber auch wenn dann mal was nicht funktioniert oder etwas fehlerhaft ausgerollt wurde, wir auch schneller wiederherstellen können. Es ist eine ganz klare Aussage, dass eben nicht alles funktionieren muss, was rausgebracht wird, wir aber im Zweifel über den nächsten Release, den wir machen, das Ganze auch sehr, sehr schnell wiederherstellen können. Also das führt dann dazu, dass tatsächlich diese Organisationen Strukturen aufgebaut haben. Im Zweifel, wenn ein Release fehlgeschlagen ist oder wenn etwas mit einem Fehler ausgebracht worden ist, dass schon die Möglichkeit besteht, das sofort wieder zurückzurollen oder auch eine neue Version an den Tag oder in den Chart zu bringen, um dann hier den Service wiederherzustellen. Und in Gänze führt das dann dazu, dass natürlich auch eine gesenkte Rate von fehlgeschlagenen Changes vorhanden ist, also etwas, was sehr häufig dann auch als Nachteil gesehen wird, wenn wir Scrum oder Agilität reinbringen, dass diese Changes dann fehlschlagen, weil wir einfach ja weniger Zeit haben. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Also dieser State of DevOps Report zeigt auch immer wieder, dass die Anzahl der Changes, die vorteilhaft sind und auch also den gewünschten Erfolg bringen, sei es jetzt, dass sie technisch ordentlich funktionieren, aber auch die gewünschte Business-Funktionalität mit sich bringen, das ist etwas, was durch DevOps deutlich gefördert wird. In Summe bedeutet das, eine IT muss schneller, besser und auch smarter werden.
Also sie müssen letztendlich auf permanent ändernde Rahmenbedingungen dann auch reagieren können und das Ganze mit den entsprechenden Strukturen so, dass immer ein Mehrwert für den Kunden dabei rauströpfeln kann oder für den Endkunden, je nachdem, in was für einer Situation ich gerade unterwegs bin. Das führt dann dazu, wie kriege ich das hin? Also wie bin ich in der Lage, solche Organisationen, solche Strukturen zu schaffen, führt mich so ein bisschen in Richtung die Säulen einer High-Performance-IT. Und ich glaube, es ist mittlerweile unbestritten, dass es sehr stark davon abhängt, die richtigen Mitarbeiter am Start zu haben. Das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist, wenn man so in die Konzepte, die in DevOps mit drinstecken, sei es jetzt agile Softwareentwicklung oder sei es auch die Anwendung von Scrum-Methodiken, dann oder auch Lean-Management, dann reden alle davon, dass der Mensch zurück in den Fokus muss, dass es tatsächlich darum geht, die richtigen Menschen einzustellen in einer Organisation mit den richtigen Einstellungen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir ein passendes Talentmanagement haben. ITIL hat es ja in der ITIL 4er, in der aktuellen Version auch als Workforce and Talent Management beschrieben, dass es ganz, ganz wichtig ist, bezogen auf unsere unternehmerische Strategie, auch die richtigen Leute einzustellen, die über den Tellerrand hinausschauen, die eine sehr stark ausgerichtete Einstellung haben mit dem Bewusstsein, wie wichtig bestimmte Dinge für den Kunden in der jetzigen Situation sind, sodass der Kunde seine Business-Ziele erreichen kann. Deswegen ist das für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Spielt uns natürlich auch in die Karten, weil wir natürlich schon versuchen, die Menschen dahingehend zu befähigen, auch in solchen Strukturen arbeiten zu können, also durch unsere Trainings. Und das ist deswegen ein ganz, ganz wichtiger Faktor beziehungsweise eine ganz, ganz wichtige Säule aus Sicht von DevOps. Moderne Softwarearchitekturen, Beispiel, was man hier anbringen könnte, wäre so diese Microservice-Architektur, von denen alle sprechen, was ganz, ganz wichtig ist, also dass wir Services bauen, die aus Modulen bestehen. Und wir nämlich modulweise Änderungen auch anbringen können, sodass eine Auswirkung in einem Modul keine Auswirkung auf ein anderes Modul hätte. Das wäre etwas, was als Voraussetzung geschaffen werden müsste. Das ist auch etwas, wo Organisationen auch aktuell gerade dran arbeiten, nämlich an den sogenannten monolithischen Anwendungen, dass wir versuchen, diese Anwendungen, die so hochkomplex sind, aufzusprengen und als kleinere Module, die lose gekoppelt sind, zu positionieren innerhalb der IT-Organisation, sodass auch Änderungen wesentlich einfacher und schneller durchgeführt werden können, als wenn wir es an einem Monolithen tun würden. Das nächste, was spielt so ein bisschen in die gleiche Richtung, intelligente Infrastrukturen. Also wir meinen, dass wir Infrastrukturen haben, die in der Lage sind, auch immer einen Plan B vorzuhalten. Ich habe eben von Netflix gesprochen, von den sogenannten Chaos Monkeys. Es war ein Ziel, zu erkennen, wo an welchen Stellen sind die Infrastrukturen fehleranfällig, um dort im Zweifel einen Plan B aufzusetzen. Also es geht so dieses Thema der Resilienz, die wir hier schaffen wollen über intelligente Infrastrukturen, dass ein Ausfall eines Systems nicht dazu führt, dass der ganze Service nicht mehr funktioniert. Insofern wäre das eine weitere ganz, ganz wichtige Säule. Genau, ein weiteres Element ist das, was Sie vielleicht schon diverse Male gehört haben, Continuous Delivery, also diese Continuous-Ansätze, sei es nun Continuous Integration als Bestandteil von Delivery, na, wo wir permanent dafür Sorge tragen, dass deploybare Artefakte vorhanden sind in der Entwicklungsumgebung, die dann im Zweifel getestet werden können, im Zweifel dann auch ausgerollt werden können. Das sind diese Konzepte, die ganz, ganz wichtig sind für eine agile Herangehensweise, ja, dass wir tatsächlich in der Lage sind, weitestgehend automatisiert zu integrieren, zu testen, zu provisionieren. Das alles sind Ansätze, die im Continuous Delivery eine Rolle spielen. Also dieses ganze Thema der Automatisierung. Und last but not least, für mich sehr stark dann auch verknüpft mit dem Talent Management. Die agilen und Lean-Arbeitsweisen, ich habe ein bisschen schon davon gesprochen, eine agile Arbeitsweise wäre ja das Thema Scrum, dass wir tatsächlich in kleinen Iterationen, in sogenannten Sprints, 2 bis 4 Wochen,
sogenannte Minimal Viables oder Potentially Shippables produzieren. Das heißt also mit dem Kunden auch alle 2 Wochen, je nachdem, oder alle 3 Wochen oder alle 4 Wochen mit dem Kunden eine Demo machen, um dem Kunden zu zeigen, was hat sich tatsächlich dort verbessert, was haben wir getan im letzten Sprint, also die Sichtbarkeit da ist, und das erhöht dann natürlich, oder Quatsch, nicht erhöht, sondern minimiert natürlich das Risiko, dass man in die falsche Richtung unterwegs ist. Also die Vorteile von agilem Produktentwicklung, die kennen wir alle. Ja, einfach diese Sichtbarkeit und diese Möglichkeit, schnell auch Fehler zu beseitigen, dadurch, dass wir im nächsten Sprint im Zweifel eine Verbesserung dann direkt nachschieben können. Lean, auch eine Methodik, ja, die auch der Produktentwicklung auch sehr, sehr zuträglich ist. Da sei es so Themen wie Lean Startup, wo wir über sehr viel Experimentieren oder eine Experimentierfreudigkeit uns dann auch sehr unwegsamen Situationen nähern können. Also wenn nicht klar ist, was ist die wirkliche Kundenanforderung und mit welcher Technologie wollen wir das umsetzen, da wäre Lean Startup eine ganz, ganz tolle Methode, hier zu agieren. Aber auch die Lean Denkweise oder die Lean Kultur, die dort mit drin steckt. Das ist etwas, was hier als sehr, sehr wertvoll genutzt werden kann und was DevOps tatsächlich zusammenführt in der konkreten Situation. Am Ende bedeutet das, wir müssen eine DevOps-Kultur schaffen, und das ist etwas, was aus meiner Sicht das Wichtigste überhaupt ist, eben diese kulturelle Voraussetzung zu schaffen über die richtigen Menschen mit den richtigen Ansätzen, die dann geschaffen werden, und dann uns Gedanken dazu zu machen, was für technologische Komponenten brauche ich denn jetzt? Also ne, richtige Menschen, richtige Kultur, richtige Arbeitsweisen und dann die richtigen Werkzeuge, die wir einsetzen wollen. Das wäre so das, was man so ein bisschen zusammenfassen kann. Kommt jetzt auch nochmal DevOps in der Übersicht. Was bedeutet das denn jetzt überhaupt? Das ist, ich glaube, es ist schon so ein bisschen klar geworden. DevOps als Begriff ist ja ein Kunstbegriff, der 2008 geprägt wurde durch Patrick Dubois, als die sogenannten DevOps Days am 31. auf den 1. November 2008 in Gent stattgefunden haben, wo er auf der Suche war nach einem Namen und auf gesagt hat, Development und Operations, das hört sich sehr, sehr sperrig an, und dann fassen wir das Ganze zusammen als DevOps. Zu dem Zeitpunkt war es eher noch diese Entwicklung und Betrieb. Mittlerweile, wenn man sich so die gängigen Strömungen anschaut, dann müsste man eigentlich bis DevOps sagen, also das Business gehört als integraler Bestandteil mit dazu, weil das Business ja die Bereiche sind, die die Anforderungen ändern, die neue Anforderungen reinbringen, und deswegen müssen sie integraler Bestandteil sein. Ja, in dem Zuge kann ich immer nur das Phoenix-Projekt, das Buch empfehlen von Gene Kim, die das sehr schön, der sehr schön beschrieben hat aus Sicht der IT-Betriebsorganisation, wie kann DevOps tatsächlich helfen, diese Silos, das kommt am Schluss dann auch nochmal dieser Folie, diese Silos aufzubrechen zwischen Entwicklung, zwischen Betrieb und Business. In dem Buch nimmt dann sogar noch den Security-Bereich mit dazu, weil die natürlich auch bestimmte Anforderungen an die Systeme haben, aber eben aus dem Blickwinkel der Informationssicherheit. Ja, also DevOps definiert tatsächlich die Zusammenarbeit zwischen Entwicklung, Security, Operation, Business, also allen Bereichen, die für Entwicklung von Services, für die Entwicklung von Software notwendig sind. Genau, das, und ich habe eben schon mal so ein bisschen darüber geredet, dass wir ja auch mit bestimmten Architekturen arbeiten wollen, in Modulen, in sogenannten Microservices. DevOps fokussiert natürlich das Alignment all dessen, was getan wird in der Organisation. Ja, wobei das ist etwas, was man schon sagen muss. Man muss das Ganze skalieren. Also man muss in der Lage sein, von einer ganz oberen strategischen Ebene das Ganze durch die Organisation hindurch zu betrachten, damit nachher die einzelnen Teams, die einzelnen DevOps-Teams auch das Richtige liefern. Ja, das ist etwas, wo man sehr stark dafür Sorge tragen muss, eben dieses Alignment herzustellen. Das ist ein bisschen aufwendig, aber auch da gibt es Modelle. Ja, das im DevOps-Umfeld kann man dort auch mit einem Scrum of Scrums zum Beispiel arbeiten, was aber auch nur in kleiner Organisation tatsächlich funktioniert. SAFe als Gate Agile Framework, was letztendlich versucht, das in großen Enterprise-Strukturen zu etablieren, wäre dann eine Möglichkeit, dieses Alignment tatsächlich herzustellen. Also ich habe so ein bisschen
Sie hören an meinen Ausführungen, dass es tatsächlich in großen Strukturen schwieriger wird und wir dann ein übergreifendes Modell brauchen, um dieses Alignment herzustellen. Dieses Zusammenspiel zwischen Entwicklung, zwischen Betrieb, zwischen Business, zwischen Security bedeutet natürlich einen Kulturwandel, ja, weil die Menschen natürlich verstehen müssen, dass es darum geht, übergreifend zusammenzuarbeiten. Und das ist das, was DevOps als erstes geprägt hat und mittlerweile von ITIL aufgenommen wurde. Es geht tatsächlich darum, dass wir eine Wertstrombetrachtung haben, eine Value Stream Sicht auf die Dinge. Also wie läuft die Arbeit durch die Gesamtorganisation, durch alle Organisationsbereiche, die beteiligt sind an dem Generieren von Mehrwert? Ja, also das ist etwas, was verstanden werden muss, was in der Kultur auch eingebettet sein wird, dass man ein Verständnis dazu entwickelt, wie wichtig ist man eigentlich als Bestandteil dieses Gesamtablaufes für den Mehrwert. Und das ist eine andere Kultur, eine andere Art der Denkweise. Aber es sind auch so Dinge wie zum Beispiel eine Ingenieurskultur, dass wir Probleme ansprechen, an diesen Problemen dann arbeiten durch das Aufstellen von Hypothesen, solche Dinge oder auch eine Umgebung schaffen, die für die Mitarbeiter förderlich ist, ja, die sie stimuliert. Na, dass viele machen das an Hängematten fest, an zusätzlichen Einrichtungen wie Spiele, die da sind, um einfach mal auf andere Gedanken zu kommen, dass man dann sich wieder sehr, sehr fokussiert auf seine Arbeit stürzen kann. Um so ein paar Beispiele der Kultur zu nennen, die in DevOps eine Rolle spielen. Ja, was ich eben schon gesagt habe, war eher so dieser Kulturwandel, der eintritt dadurch, dass ich verstehe, wie sind die Zusammenhänge innerhalb meiner Organisation, führt dann dazu, dass es natürlich darum geht, einen optimalen Ablauf zu schaffen. Ja, in DevOps nennen wir das Ganze Flow, also dass die Arbeit sehr, sehr smart, sehr, sehr einfach, ohne große Engpässe durch die Organisation durchläuft. Ja, hier hilft uns dann auch ein Lean-Management als Beispiel, um im Rahmen eines Wertstrom-Mappings oder eines Value-Stream-Mappings dann Engpässe auch zu erkennen und dann auch im Zweifel die Möglichkeit zu schaffen, zu standardisieren, was als Grundvoraussetzung immer notwendig ist, um Dinge, die vielleicht auch von einem Automatisierungswerkzeug dann auch geleistet werden können. Ich sehe also das Thema Automated Testing zum Beispiel oder automatisierte Provisionierung, das Ganze dann auch so in den Griff zu kriegen, dass wir in der Lage sind, uns auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren, nämlich auf Innovationen, auf neue Produktentwicklungen, weil das ist ja das, was letztendlich einen Mehrwert liefert. Und ja, das, was ich eben schon mal angesprochen hatte, dieses Thema der Kultur, beziehungsweise nein, nicht der Kultur, sondern dieses Auflösens der Silos, ja, dass wir eben nicht in unseren Organisationseinheiten denken, also wir im Betrieb und im Betrieb vielleicht nochmal aufgeteilt, wir im Rechenzentrumsbetrieb, wir im Applikationsbetrieb und dann zusätzlich noch die Entwicklung und die Sicherheit oder das Business. Wir alle sind dafür verantwortlich, einen Mehrwert zu schaffen. Und es geht darum, Silos aufzubauen. Nein, aufzubauen, nicht abzubauen. Es geht um diese Teams. Ja, es geht um das Zusammenspiel als ein Team im Hinblick auf die Wertschöpfung für den Kunden. Und last but not least haben wir noch dieses Thema der Visualisierung und Transparenz. Also, dass wir letztendlich immer dafür Sorge tragen müssen. Ich habe so ein Beispiel hier mit aufgeführt. Dieses Kanban ist eine schöne Möglichkeit, Arbeit zu visualisieren und auch ein Steuerungselement zu liefern, um ja vielleicht auch eine Priorisierung vorzunehmen der Aktivitäten, die durchgeführt werden müssen. Und da hilft mir eine solche Kanban-Herangehensweise ganz gut. Genau, das so ein bisschen zusammengefasst heißt das, DevOps hat als Basis die Kultur. Die müssen wir schaffen, die müssen wir verändern in der Organisation. Wir brauchen dann die passenden Prozesse und Verfahren und am Schluss müssen wir uns Gedanken machen zum Thema Automatisierung. Also wie bin ich in der Lage, bestimmte Dinge zu automatisieren, sodass wir uns auf die wertschöpfenden Arbeiten konzentrieren können. Genau. Zusammengefasst, wie gesagt, diese Kultur als Basis, Prozesse, Verfahren und Automatisierung als dritten Bestandteil. Genau, das nochmal so ein bisschen zusammengefasst auf der nächsten Folie. Zuerst geht es darum, einen Flow zu generieren. Also wie läuft tatsächlich die Arbeit durch die Organisation? Wo
ist der erste Aufschlag, an wen wird das Ganze übergeben, wer ist als nächstes dran und so weiter und so fort. Ganz schön kann man das immer in dieser Phoenix-Simulation sehen, von der wir gleich auch noch so ein bisschen sprechen werden, wo man mit dem Team zusammen diesen Flow generieren muss. Na, also das Business hat eine Anforderung, gibt diese Anforderung an die Anwendungsentwicklung, die Anwendungsentwicklung macht ihre Dinge fertig und dann muss es natürlich über ein Change Management entsprechend ausgerollt werden, aber vielleicht brauchen wir zusätzlich noch Aktivitäten aus dem Betrieb, aus der Betriebsmannschaft heraus und das ist so wichtig, dass eben dieser Flow generiert wird. Im nächsten Schritt dann so diese Frage danach, wie optimiere ich das Ganze jetzt? Ich hatte eben schon mal so ein bisschen davon gesprochen, von diesem Value Stream Mapping, dass wir tatsächlich uns überlegen, worauf müssen wir uns tatsächlich fokussieren? Und im Lean Management fokussieren wir uns immer auf die Dinge, die einen Mehrwert liefern, also einen sogenannten Added Value. Und das kommt aus Sicht von DevOps oder auch, wenn wir Scrum betrachten, immer aus diesen Projektsituationen, aus Changes und auch aus dem Betrieb, der ein Gewehr dafür übernimmt, dass die Systeme immer up and running sind. Ja, was schwierig ist, ist dann, wenn irgendwelche Störungen auftauchen. Das ist in der Regel ungeplante Arbeit. Und wir müssen natürlich versuchen, diese ungeplante Arbeit, diese Non-Added Value auf ein Minimum zu reduzieren. Weil letztendlich ja, wenn wir das schaffen, wir in der Lage sind, tatsächlich die Dinge voranzutreiben, die einen wirklichen Mehrwert bringen. Und das kriegen wir sehr gut eigentlich nur in den Griff, wenn wir höchstmöglich oder größtmöglich standardisieren und auch Werkzeuge einsetzen, also dass möglichst wenig Fehler auftauchen, wir möglichst wenig mit Workarounds auch arbeiten, ne, weil das erhöht natürlich immer auch die technologischen Schulden einer Organisation, was dann wieder zu ungeplanter Arbeit führt und dann auch die Zeit nicht da ist, um wirklich Projekte zu machen, Changes und auch na, vielleicht auch nicht die Möglichkeit zu haben, unsere Betriebsaktivitäten optimal durchzuführen. Und im letzten Schritt wäre es so dieses Thema der Transparenz und Visualisierung. Davon habe ich schon gesprochen, dass wir eine Durchgängigkeit haben von den Angeboten, die wir dem Kunden bereitstellen müssen oder neu bereitstellen wollen. Ja, also, dass wir dort sehen können, wie muss unsere Infrastruktur mit unseren Anwendungen zusammenspielen, sodass tatsächlich nachher ein optimales Produkt, ein optimaler Service dabei rausläuft. So, was ich unten drunter nochmal gemacht habe, das ist das, was jetzt so quer bzw. waagerecht in der waagerechten mitläuft, ist das Thema Leadership, was ganz stark hier in diesem DevOps-Umfeld eine Rolle spielt, ist tatsächlich so dieses Transformational Leadership, also dass wir von Menschen, von Führungskräften reden, die die Menschen mitnehmen auf dem Weg der Veränderung oder auf dem, ja, es ist ein Weg der Veränderung, also dass die Menschen wertgeschätzt werden, eine Stimulation vorhanden ist der Menschen innerhalb der Organisation, dass wir ordentlich kommunizieren, dass wir die Menschen empowern, also ihnen die notwendigen Ausbildungen geben, aber auch die Macht beziehungsweise die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, die zu ihrer Rolle passen. Ja, und das wäre so das, was wir so als Schlüsselprinzipien hier nochmal beschreiben wollen. Also Flow, Standardisierung, Automatisierung und diese Transparenz und Visualisierung. Und parallel dazu muss es immer diesen Leadership-Gedanken geben, der sich sehr stark auf den Menschen fokussiert, den Menschen in den Vordergrund rückt. Und das führt ganz schön zur nächsten Folie, diese Zentrierung auf den Menschen. Weil das ist, glaube ich, das, was hoffentlich rübergekommen ist, dass der zentrale Punkt, deswegen habe ich auch mit dem Talentmanagement angefangen, auf dem Menschen liegen muss, der innerhalb dieser DevOps-Organisation arbeitet. Und wir alles dran setzen müssen, die Menschen in diese Richtung auch dann zu entwickeln, dass sie in einer solchen Organisation arbeiten können. Das führt dann so ein bisschen dazu, naja, dass wir vielleicht wieder so diese eierlegende Wollmilchsau suchen, ja, diesen Mythos dieses DevOps-Engineers, Unicorn, der in der Lage ist, ein Design zu machen, einer Anwendung, eines Services, dann zu coden, dann zu deployen und dann zu betreiben. Das wird so nicht funktionieren. Ja, es gibt diese eierlegende Wollmilchsau nicht. Ja, wir brauchen vielmehr dieses Grundverständnis, dass das über ein Team funktionieren oder nur über ein Team funktionieren kann. Dass also wir versuchen müssen, durch eine richtige Zusammenstellung der Teams
diese Aktivitäten, die notwendig sind zur Entwicklung und zum Betrieb eines Services, das in einem Team vorzuhalten. Ja, also wir suchen nicht den Top-Spezialisten mit den generalistischen Anwendungen, der alles kann, sondern wir müssen die Teamzusammensetzung so wählen, dass der gesamte Lebenszyklus eines Services, eines sogenannten Microservices oder eines Moduls, dass das über ein Team geliefert werden kann. So, und dann kommen wir sehr schnell in diese Richtung, dass wir sogenannte T-Shape-Profiles ausprägen wollen, ja, dass wir also weg davon kommen wollen, dass wir den Top-Spezialisten haben oder den Top-Generalisten, sondern wir wollen Menschen haben, die bestimmte Themengebiete sehr, sehr spezialisiert durchführen können, mit aber dem breiten Wissen auch andere Dinge tun zu können. Also was ich ganz gerne in meinen Schulungen benutze, so dieses Beispiel, wir haben den Top-Entwickler, aber nur entwickeln reicht in einem solchen Team nicht. Die Teamgröße liegt auch so zwischen, wie in einem Scrum-Umfeld, so zwischen 3 und 9 Menschen. Und wenn wir da den gesamten Lebenszyklus, also von der Aufnahme der Anforderungen über das Design, über das Bauen der Applikation bis hin zum Testen oder Provisionieren und Betreiben kriegen wollen, dann werden wir Leute brauchen, die mehrere Themengebiete beherrschen. Das sind die sogenannten T-Shape-Profiles. Ja, den Top-Coder, der zusätzlich aber noch Infrastruktur provisionieren kann, gibt ja also Schlagworte auch im DevOps-Umfeld für dieses Infrastructure as Code, also dass wir auch Server über Code-Zeilen aufsetzen können, ja, genauso wie wir vielleicht dem Top-Entwickler auch noch Test-Skills geben können. Das passt auch sehr schön zum Konzept Test-Driven Development, also dass wir in solchen Teams eher diese T-Shaped-Profile brauchen, um dort den gesamten Lebenszyklus eines Services in einem Team abbildbar machen zu können. Auf der linken Seite haben Sie so ein paar Beispiele von Rollen in einem DevOps-Umfeld. Ich möchte da jetzt gar nicht großartig drauf eingehen. Was für mich das Wichtige ist, dieses T-Shape, dass wir möglichst mit einem geringen Set an Menschen in der Lage sind, alles abzudecken, was an Arbeit zu tun ist. Genau, letztendlich gibt es so ein paar Grundlagen, die in einem solchen Team vorhanden sein sollten dann. Wir brauchen die Business-Analyse-Fähigkeit, wir brauchen organisatorische Skills, wir brauchen Programmier-Skills, natürlich brauchen wir den Entwickler, wir brauchen aber Infrastruktur-Skills, genauso wie Team-Building-Skills. Und also um so ein paar Basiselemente zu nennen. Und dann brauchen wir natürlich auch entsprechende Expertise im Gestalten von Dingen, im Vorantreiben, also ein bisschen diese Durchsetzungsfähigkeit, aber auch das Koordinieren und Managen. Das heißt nicht, dass wir einen Manager brauchen, aber dass schon die Menschen in der Lage sein müssen, sich auch eigenverantwortlich zu organisieren in diesen Teams und danach auch die Möglichkeit, das Ganze auch technisch entsprechend umzusetzen. Das wäre so ein bisschen das, was wir so als Skills benötigen und auch Know-how benötigen innerhalb eines solchen DevOps-Teams, 3 bis 9 Mitarbeiter. Genau, und passt jetzt ganz schön vom Übergang. Natürlich sind wir bei Serview mit von der Partie, wenn es darum geht, die Mitarbeiter zu befähigen, also diese auf der einen Seite diese Grundlagen zu liefern, zumindest in einigen Bereichen. Unsere Expertise ist es nicht, dort technische Trainings zu liefern, sondern tatsächlich diese organisatorischen Aspekte zu adressieren in unseren Schulungen. Ich habe mal so ein bisschen die Reise mal aufgemalt, die man gehen könnte, wenn es um das Thema Ausbildung geht. Also für mich als Grundlage ganz, ganz wichtig ist das Thema IT-Service-Management und dann vornehmlich IT4, ja, vornehmlich eine IT4-Foundation, wo so die Grundstrukturen, das Grundverständnis einer IT-Service-Organisation geliefert wird. Ich habe hier das Thema Covid noch an den Rand mit dazu gesetzt, weil ich glaube, dass für viele Organisationen, gerade die aus dem reglementierten Umfeld kommen, Covid auch nochmal wichtig ist. Also das wären für mich so die Grundlagenschulungen, nämlich ITIL und Covid. Und dann geht es tatsächlich schon in die spezifischen DevOps-Ausbildungen. Das wäre zum einen die DevOps-Fundamentals, wo die Inhalte, die wir jetzt gerade besprochen haben, schon alle adressiert werden. Also gerade so dieses Thema der Kultur und der Prozesse, der Verfahren, genauso wie auch das Thema Automatisierung eine Rolle spielt. Also dieses ganze Thema des Continuous Delivery zum Beispiel. Das Ganze kann ergänzt werden um den sogenannten DevOps Leader, ja, der das Ganze nochmal aus einer
Transformational Sicht, also diese ne, Transformational oder Servant Leader Sicht betrachtet, also was muss ich als Führungssicht bewerkstelligen, berücksichtigen, um ein solches Team auf die richtige oder in die richtige Richtung zu lenken. So, und dann hängt es immer so ein bisschen davon ab, was ist mein als Mitarbeiter oder als Organisation, was ist dort die Zielrichtung? Natürlich ist das Thema Safe, was ich angesprochen habe, dieses Skalieren in großen Organisationen ganz, ganz wichtig, weswegen Safe eine gute Geschichte wäre. Oder auch Prince to Agile, wo wir versuchen, auch diesen hybriden Ansatz zu verfolgen, dass wir Projekte schon natürlich planen müssen, aber dann die Entwicklung an sich in einem agilen Umfeld durchführen wollen, und dann hilft mir dann wieder Scrum, um die eigentlichen Produktentwicklungsthemen zu adressieren, genauso wie Lean IT. Wenn wir dann ein bisschen technischer werden, gibt es diese ganzen Themen rund um IRAP oder ISDQB, also IRAP Requirements Engineering oder auch ISDQB Thema Tests oder auch Lean IT, wenn es wirklich um die konkreten, und bei Lean IT habe ich jetzt ja doppelt genannt, weil Lean IT auch in gewissem Maße auch ein paar technische Aspekte mit beinhaltet, genauso wie Cloud. Und naja, dann um das Gesamtzusammen, also für Mitarbeiter, die eher sich Gedanken dazu machen müssen, wie baue ich jetzt eine IT-Organisation auf, wäre ITIL 4 mit dem MP-Modul Create, Deliver and Support wäre ganz, ganz toll, weil dort die Grundstrukturen erklärt werden, die man schaffen sollte, um Wertströme zu schaffen. Und wir haben ja schon kennengelernt, ich hatte ja schon gesagt, dass es in DevOps auch um den Wertstrom geht, den Wertstrom zur Entwicklung, den Wertstrom zum Betrieb. Und für Organisationen, die sehr stark im digitalen Transformationsumfeld unterwegs sind oder auch mit digitalen, nur mit digitalen Produkten arbeiten oder darüber nachdenken, mehr digitale Produkte an den Start zu bringen, wäre hier High Velocity IT noch ein adäquates Mittel. Genau, also das wären so die ausbildungsspezifischen Dinge, die ich empfehlen würde an der Stelle. Was ich Ihnen jetzt noch mitgebracht habe, ist, wie geht denn so eine Transformation? Das ist auch nochmal immer so ein spannendes Thema, weil viele auch immer fragen, hey, wie machen wir das denn überhaupt? Aber jetzt sagen Sie mir doch mal, wie ist denn die Roadmap? Womit fangen wir an? Was ist Schritt 1? Was ist Schritt 2? Was ist Schritt 3? Was ist Schritt 4? Wo stehen wir eigentlich in einem Jahr, was unsere DevOps-Implementierung angeht? Meine Aussage ist immer so, naja, ich kann nicht anfangen, agile Methodiken über klassisches Wasserfall zu implementieren oder über eine klare Roadmap, das wird nicht funktionieren, sondern es geht eher darum, dass wir mehrere Phasen haben, nämlich drei Stück, nämlich zuerst die Initiierungsphase und Experimentierphase, wo wir Mitarbeiter, die sich in einem Team zusammentun wollen, in einem Team zusammenbringen, wo wir natürlich dann schon so zentral in die Mitte eine Person reinbringen, die sich in DevOps auskennt. Ja, das könnte auch jemand sein, der so grundlegende Scrum Master Ausbildung hat, den wir dann mit den Ansätzen, die in DevOps eine Rolle spielen, dann weiter ausbilden und der dann ein Team aufbaut. Und dieses Team experimentiert dann mit der richtigen Kultur, mit den richtigen Verfahren, mit den richtigen Werkzeugen, um dann das Ganze in die Ausweitungsphase zu bringen. Das heißt, wir rollen das Ganze, wir nehmen das Team, was wir aufgebaut hatten und nutzen das als Erweiterung, als erweitertes Schneeballprinzip, ne, dass wir dran zusätzlich zu diesem einen Team noch weitere Teams aufbauen. Hier sind jetzt drei genannt, es können auch kann immer noch nur zwei sein oder vier. Aber es geht darum, tatsächlich das, was in einem Team als gut sich herausgestellt hat, das auch auf breitere Beine zu stellen. Und dann wäre die Phase 3 der Transformation, nämlich dieser Gesamttransformation der Organisation in Richtung DevOps-Prinzipien. Es gibt zwei Alternativen aus meiner Sicht, nämlich einmal das Aufteilen und Säen, sodass ich ein Team nehme und es dann auf mehrere Teams aufteile, die Leute, die hier als Wissende vorhanden sind. Ja, das wäre die eine Alternative. Oder wir machen die zweite Alternative, nämlich wachsen und sehen, dass wir ein Team wachsen lassen und dann aus diesem gewachsenen Team wieder aufteilen. Also so, dass wir das dann über eine kontinuierliche Transformation dann in die Gesamtorganisation einführen. Das geht nicht von heute auf morgen.
Da werden auch Dinge am Anfang nicht so gut funktionieren. Da wird man auf die Nase fallen. Aber auch hier gilt dieses Fail fast, Fail often. Wenn es Schmerzen bereitet, tu es häufiger, weil aus Fehlern lernt man. Aber es geht eben nicht über eine klassische Wasserfallmethodik, über eine ganz klare Roadmap, über einen Projektplan, sondern es geht in Iterationen, ne, in iterativen Schritten. Das wäre etwas, was hier so aus meiner Sicht, das ist übrigens jetzt geklaut aus dem DevOps Leader von uns, wo dann klar wird, was passiert in diesem Leadership-Kurs, ne, wo wir dann als Führungskraft auf diese Transformation begleiten müssen. Und insofern diese Alternativen dann auch aufgezeigt werden, wie kann denn das Ganze funktionieren? Also von der Experimentierphase über eine Ausweitungsphase bis hin dann in die Gesamttransformation der Organisation. Aber es hängt tatsächlich davon ab, ob wir die Gesamtorganisation mitnehmen müssen oder nur Teile davon. Hat immer für mich damit zu tun, wie viele Änderungsnotwendigkeiten haben wir denn in bestimmten Services? Ja, und auch hier gilt für mich Pareto oder 80-20. 80% der Services werden normal erbracht werden und 20% sind dann die, wo wir Hochgeschwindigkeit an den Tag legen müssen, wo wir DevOps einsetzen sollten mit der Kultur, mit den Prozessen, mit der Technologie. Genau, da bin ich auch fast schon am Ende. Eine Sache habe ich noch. Wenn man das Ganze mal ausprobieren möchte, dann gibt es tatsächlich eine Simulation, die sich Phoenix-Projekt nennt. Von dem Gene Kim hatte ich Ihnen schon berichtet, der ein wunderbares Buch geschrieben hat, das Phoenix-Projekt, wo es darum geht, einen Automobilzulieferer, was ist gar kein Automobilzulieferer, es ist eine Firma, die Autoteile herstellt, aber unabhängig von Automobilzulieferern, also so für unabhängige Werkstätten und Tuning-Begeisterten, also dass sie dort Zubehörteile kaufen können. Und die haben ein Riesenproblem, die müssen ihre Autoteile eben nicht nur in Shops verkaufen, sondern auch online. Und dieses Projekt fährt permanent vor die Wand, weil der Betrieb immer getrieben ist von ungeplanter Arbeit, das Hamsterrad, Sie erinnern sich vielleicht noch. Und das Team, was diese Simulation spielt, muss das am eigenen Leib erleben. Ja, wie baue ich Flow auf? Wie sorge ich dafür, dass meine Wertströme optimal funktionieren? Und bis hin zu experimentieren und also ganz, ganz viele Dinge ausprobieren. Und dort würden sämtliche Komponenten von DevOps durchgespielt. Was ganz Neues bei uns, hatte ich schon mal angesprochen, ist diese Online-Variante, die es mittlerweile gibt, dass wir auch in Corona-Zeiten in der Lage sind, diese Simulation durchzuspielen. Und an der Stelle würde ich ganz gerne kurz an den Markus übergeben, also an den falsch geschriebenen Markus, der vielleicht ein bisschen was dazu erzählen möchte. Ja, mache ich. Also dafür, dass du deinen Vornamen falsch schreibst, du hast so von DevOps echt Ahnung. Ah, Dankeschön. Ja, ich nehme mal die Präsentation zu mir. So, meinen Bildschirm übertragen. Genau. Vielen Dank, Markus. Genau diese Phoenix-Simulation. Wir haben ja die Situation gerade, dass ja, Kontaktverbote herrschen, gezwungenermaßen und rechtmäßig, und dass wir so nicht zusammenkommen können. Und ich habe Ihnen hier einfach mal auf eine Folie geworfen, wo ist denn der Unterschied zwischen der normalen Phoenix-Simulation und der Online. Und Sie sehen, so, auf der linken Seite, ich hole mir mal gerade so einen Laserpointer, auf der linken Seite sehen Sie, so sieht das normalerweise aus, ne? Also wenn man so einen Tag lang diese Simulation spielt, und ich muss dem Markus recht geben, es ist wirklich eine ganz tolle Situation, um ein Team auch mal in die Situation zu versetzen. Was heißt das dann eigentlich, wenn wir wirklich so arbeiten? Und das ist schon ein Unterschied, ob ich das im Training erfahre oder ob ich in einer Simulation das wirklich selber machen kann. Also das ist schon man baut da drin auch sehr viel Selbstreflexion ein, um zu sagen, in welchem Ausmaße und wie können wir das bei uns dann machen und welche Rahmenbedingungen müssen dafür geschaffen werden. Und was wir jetzt im Programm haben, ganz neu, ist diese Simulation halt auch als eine Online-Variante. Und Sie sehen, das ist wirklich super umgesetzt. Man arbeitet das auch mit solchen virtuellen Whiteboards, man arbeitet hier auch mit Kanban, man arbeitet mit diesen Methoden, die Markus alle auch gerade angesprochen hat, kann das also auch ausprobieren. Und diese Herausforderung, dass wir momentan sehr viel remote arbeiten müssen, haben wir alle durch diese Corona-Situation. Da sehen wir, dass sich das von Tagen hat sich das verändert. Die Herausforderung der Remote-Teams gibt es ganz, ganz viel. Und das ist so, dass diese Simulation online das natürlich zusätzlich noch adressiert. Was heißt das eigentlich, nicht nur agil zu arbeiten? Was heißt das, nicht nur in diesen Methoden zu arbeiten? Sondern was heißt das auch noch, wenn wir nicht mehr im selben Raum sitzen? Und das ist, kann man hier ganz gut spielen. Diese Simulation online stellt sich aber ein bisschen auch auf diese Online-Situation ein. Also hier haben wir eine Gruppengröße von 5 bis 7 Leuten,
damit auch alle zu Wort kommen, damit man auch diese Interaktion gut hinbekommt. Also Sie haben beide Möglichkeiten. Wenn irgendwann hoffentlich diese Corona-Krise vorbei ist, spielen Sie mit Ihren Leuten das in einem Raum oder wenn Sie es schneller haben möchten oder brauchen oder gerade auch diese Herausforderung der Remote-Teams haben, dann ist diese Online-Simulation eine super Möglichkeit. Gut, hier finden Sie es auf der Webseite, wenn Sie da nochmal nachschauen wollen. Da gibt es auch noch ein bisschen mehr Beschreibung dazu oder sprechen Sie uns einfach an. Ansonsten, Markus, vielen Dank. Sehr gerne. Ich habe hier auch in dem Fragentool keine Fragen, sondern nur viel super Feedback. Also offensichtlich sind die Leute sehr, sehr zufrieden mit dem, was du gerade so erzählt hast und es hat einen guten Einblick gegeben. Vielen Dank dafür. Gerne. Wenn Sie noch Fragen haben sollten, ne, können Sie sich gerne natürlich immer auch an den Markus wenden. Ja, Markus mit c.wagner@serview.de. Sie finden auch ihn genauso wie mich in LinkedIn oder Xing. Also nicht nur, wenn Sie jetzt eine Frage nach Schulung haben, sondern wenn Sie inhaltliche Fragen haben, wenn Sie diskutieren wollen, kommen Sie einfach auf uns zu. Und dann sind wir auch gerne bereit, damit uns mit Ihnen da auch weiter tiefergehend auseinandersetzen oder spezielle Fragen auch zu beantworten. Ansonsten möchte ich Sie ganz gerne noch hinweisen auf die Webinare, die wir diese Woche noch drin haben. Wir haben so ein bisschen eine Serie aufgesetzt, die auch im Großen und Ganzen gerade diese agilen Themen adressiert. Morgen gucken wir uns eine spezielle Methode an, nämlich Design Thinking. Sehr kundenorientiertes Prototyping, um sehr schnell zu neuen Produkten zu kommen. Das adressiert also genau dieses Highspeed, was Markus gerade besprochen hat, und sehr kundenorientiert. Wie kann man die Methode einsetzen im Service-Projekt und Produktmanagement? Ganz spannende Session macht meine Kollegin Tamara Seifert. Am Mittwoch haben wir ein eher doch klassisches IT-Thema, nämlich Monitoring und Event-Management. Aber wie geht das modern? Wie geht das in heutigen Zeiten? Und am Donnerstag reden wir über SAFe, genau dieser Skalierungseffekt, also eine Methode, um mit agilen Teams in großen Organisationen arbeiten zu können. Und Freitag ist das, gucken wir uns an Kanban mit Scrum zusammen. Also wir steigen ein bisschen mehr noch ein in die Themen. Ja, würde mich freuen, wenn Sie da mit dabei wären. Prima. Markus, dann nochmal vielen Dank. Gerne. Vielen Dank an alle anderen fürs Zuhören und das, was wir heute immer sagen, das Allerwichtigste, bleiben Sie gesund und Genau. bleiben Sie treu. Bis zum nächsten Mal. Jo. Dankeschön. Tschüss. Dann tschüss.